So Leute, willkommen zurück zu Snowboard Kids. Strecke Nummer 4, Night Highway. An abandoned highway at night. Na, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Na gut, dass er abandoned, was glaube ich abgelegen heißt, ist, das konnte man jetzt nicht wissen, aber wird auf jeden Fall geil. Vor allem der Soundtrack ist auch sehr schön, er passt vor allem zur Strecke. Und ich freue mich und hoffe natürlich wie immer, dass ich Erster werde, damit ich nicht ausrasten muss. Ich bin auf jeden Fall der Einzige, der einen guten Start kann. Der Computer kriegt das nicht hin. Ah, gut. Für den zweiten Special Trick dürfte das aber auf jeden Fall zeitlich reichen. Ja, normalerweise nehme ich immer die Abkürzung, aber ich wollte gerade versuchen, die Münze zu sammeln. Weiß es nicht, auf jeden Fall ist die Abkürzung viel schneller. Und die nehme ich normalerweise auch, wenn ich einen Alpine habe. Das habe ich früher immer geschafft. Ach, Geist of Doom. So, komm. Ah, ich krieg die Special Tricks gerade nicht hin. Und ich bräuchte vor allem mal was zum Schießen. Wow, bleibt mal chillig. Komm ich hier rein? Oh, yes! Da bekomme ich in die viel schwierigere Abkürzung rein. Da muss man echt genau reinspringen und gegen die Wand klatschen. Ohne an die Wand zu klatschen, kommt man da nicht durch. Ach, ja. Dann kriegt man erstmal fett Kohle. Man hat keinen Abgrund. Man muss sich vor allem auch nicht mit den Gegnern anlegen. Was ist denn los? Gibt es das heute im Sonderangebot? Okay, dafür gibt es hier zwar auch keine Items. Aber das ist eigentlich nur halb so schlimm. Ah, gut. Aber hier kommt man auch mit Allround schwer rum. Ja, dankeschön. Gut, ich bin ein bisschen scheiße gefahren. Bisschen sehr. Reicht aber trotzdem noch für einen knappen dritten Platz. Also knapp am zweiten. Jetzt gibt's erstmal auf den Sack mit dem besten Item. Ach, lenkt doch. Ja, das ist mit meinem Control-Stick ein bisschen schwer. Wow, geiler Trick. Ist mir ja schon im ersten Teil aufgefallen, also bei der ersten Strecke. Weil man kann einmal nach rechts lenken und dann einmal nach rechts hinten. Also rechts unten halt, diagonal. Da kann man einmal eine scharfe Kurve fahren und einmal normale. Bei mir nimmt er die scharfe Kurve nicht so an. Ja, da muss ich das echt genau timen, weil wenn ich zu weit runter mache, dann fährt sie gar keine Kurve mehr. Und dann pralle ich eben immer gegen die Wand, so wie eben. Und ich habe einen fetten 231er Trick rausgehauen. Deswegen, das ist ein bisschen hart. Ha. Oh ja, die Mucke. Gut. Na, ja, hier kommen wir aber rum. Ja, genau, war echt. So, hat auch mal der Special Trick geklappt. So, jetzt möchte ich aber auch hier rechts reinfahren. Ah, sogar nur mit einem leichten Praller. So, du Typ. Du kriegst erstmal den Fallschirm des Todes ab. Aber ein bisschen muss ich mich noch ransaugen. Denn das beste Item verschwendet man nicht einfach so. So, machen wir wieder den für 220. Für mehr hat es nicht gereicht. Komm, in den Abgrund fliegt er bestimmt. Jawohl. So, jetzt möchte ich doch mal... Ach, ich war mitten im Trick. Ich hätte mich, glaube ich, nicht unsichtbar machen können. Ach, aber einer hat sich gegönnt. Jam. So, du kriegst jetzt aber auch. Oh, das ist so böse auf der Strecke hier. Aber ich glaube, ich erwische ihn nicht mehr. Nee. Egal, er kassiert trotzdem. Oh, 120er Trick reicht es aber auch gerade so. Komm schon! Oh, der fliegt jetzt erstmal den ganzen Weg runter. Das dauert so lange. Wenn ich das gewesen wäre, hätte ich mich so aufgeregt. Also wie gesagt, Fallschirm ist schon ein fieses Item. Bisschen overpowered, aber gut. So, mittlerweile bin ich auch ein bisschen mehr auf meinen Control-Stick klargekommen, habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall läuft jetzt besser, was die Kurven angeht. Wie gesagt, ich muss eigentlich erstmal normal fahren und dann langsam immer weiter in die Diagonale gehen, bis ich eben eine scharfe Kurve fahre. Ja, egal, ich bin nicht in den Abgrund gefallen, das ist wichtig.
Ach, wir kriegen beide Geist, oder was? Ja, was war das? Da kam Ausrufzeichen, aber da kam gar nichts. Dafür wirst du leiden. Und dafür, dass ich kein Item kriege. Na, wahrscheinlich hat Jam den Geist gesendet. Mir fällt gerade auf, hier könnte ich einen Special Trick machen. Gut, ob ich das jetzt in der letzten Runde unbedingt probieren möchte, um mich dann doch zu maulen. Komm, 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 komm. Oh, so knapp. Ja, und dann drängeln sich immer alle vor. Oh, ist das schlimm. Gut, ja, ich versuche mal wieder den zweiten mit 4 Tasten. Weil ich will mich echt nicht mauern. Wie geht der? Links, rechts, oben, unten. Na, ob wir den aus dem Hut zaubern können. Wahrscheinlich verliere ich deswegen noch. Gut, das wäre dann meine eigene Blödheit. Das könnte ich dann nicht aufs Spiel schieben. Aber ich könnte es versuchen. Ist immer lustig. So, Item mitnehmen, aber trotzdem abkürzen. Jawohl. Oh, Jam ist ziemlich weit vorne. Egal, er hat jetzt meinen Geist kassiert. Wow, schaffen wir noch. Oh, mieses Ausweichmanöver. So, dann kriegt er Eis und wir sollten nicht gegenfahren. Und? Jawohl, perfekt geblockt. Ich wollte mich gerade schon wieder aufregen, weil doch nur eine Bombe kommt. Aber dann kam Radfahren direkt hintereinander. Ja, direkt danach. Gut. Jetzt haben wir nichts mehr zum Blocken, aber sind im Moment erstmal glimpflich davon gekommen. Vielleicht ein Stein? Ne, Unsichtbarkeit. Geil. Gut, wir sind ja gewappnet für alles. Stimmt, mit Eis. Wenn wir jemanden einfrieren, der direkt vor uns ist, dann fahren wir gegen und prallen ab. Aber das kann uns mit Unsichtbarkeit natürlich auch nicht passieren. Denkst du, Torbo, Junge? Denke ich nicht. Oh ja. Gut, wir haben nur noch einmal Eis jetzt. Ist ein bisschen kacke. Ah, ich hole mir mal neu. Auch wenn es Bomben sind, kann ich ja was mit anfangen. Oh, wir haben ein bisschen viel Kohle. Da können wir uns auf jeden Fall dann All-Around Level 3 holen. Ah, da freue ich mich drauf. Und ich mache vor allem auch immer nur seitliche Tricks, weil es mit der Diagonale nicht funktioniert. Jetzt in der letzten Runde kommen natürlich die ganzen Geister, ey. Ja, kommt, Leute. Ja, den krieg jetzt aber nicht ich. Wow, knapp. So, dann shooten wir mal. Ach, scheiße. Scheiße, Leute. Will ich verlieren? Okay, wir machen den unsichtbaren Special Trick. Komm schon! Nein! Du Drecksack! Ah ja, da kamen zwei Geister nochmal kurz vor Schluss. Ah. Scheiße. Aber gut, es war mir sowieso klar, dass ich das nie im Leben in neuen Parts schaffen werde. Egal, dann würde ich sagen, reicht's noch, damit wir uns All Around Level 3 gönnen können. Und dann wird das doch das nächste Mal besser laufen. Ah, 20.000. Oh, reicht gerade so. Egal, lackieren ist umsonst. Was wollen wir denn? Nicht Freestyle. Irgendwas Geiles. Ja, komm, machen wir das. Weil wir Night Highway machen und weil ich Katzen liebe. Passt. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Mal Night Highway. Und wir lassen uns nicht kurz vorm Ziel nochmal natzen. Obwohl wir das ganze Rennen erster waren, doch, ne? Ja. Ah, kacke. Egal, beim nächsten Mal rocken wir die Bude. Bis dahin, haut rein.